Ihr wollt wissen, was ich jetzt an der Waffenfabrik will? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. Und der Lampe machen wir an. So. Wir haben heute vor, da unten ein bisschen weiter zu verkabeln und zu verbändern. Ich wollte den ein Manifold bauen. Überlege gerade zwei draus zu machen. Einmal linksrum, einmal rechtsrum. Aber eigentlich ist das schwachsinnig. Wenn man den umdreht, funktioniert der genauso. Ja, das gucken wir uns jetzt als erstes an. Das heißt, ich muss mir einmal einen Mixer, wo haben wir denn da? Einen Mixer ins Ding reinlegen, um dann zu sehen, dass ich noch 59 Pumpen habe, weil das natürlich tierisch schwierig macht, abzuschätzen, was ich denn jetzt noch wirklich brauche. In der Zwischenzeit können wir hier runterfallen. Hier lang gehen. Darum gehen, hier hin, in das Löchlein da rein, darüber. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Stahl hatten wir ja schon angefangen. Was brauchen wir denn für den Mixer? Ich muss mal gucken. Das ist, glaube ich, so einfach. 20 Motoren, 10 von denen, 50 von denen, 5 von denen. Guck mal, Funksteuereinheiten haben wir schon mal hier. Dann brauchen wir die ich keine Alugehäuse hier. Aluminiumplatten. Aber Alugehäuse. Entweder habe ich die ganz vorne oder die sind hier bei gemischt waren drin. Wunderbar. War doch der da, ne? Ja. Das haben wir hier. Auch keine. Jetzt sag ich, das wird ein Problem. Das wäre aber ganz doof. Ich will nicht zurückfliegen. Kann doch. Ich hab den Spaß doch hier komplett hingelegt. Damit ich das alles nutzen kann. Ich nehme mal schon mal die hier. Nehmen wir mal so ein Ding. Motoren. Mauernstapel. Ich habe doch alles extra hier drin. Nur die nicht? Echt jetzt? Das ist ja mal richtig kacke. Habe ich die wirklich exakt geholt? Das kann doch gar nicht sein. Aluminiumplatten, aber keine Aluminium. Ja. Okay. Ich meine, das Gute ist, das ist nicht ganz so weit. Denn das ist einfach nur da hinten rüber. Ich könnte in dem Zuge auch überlegen, ob ich schon mal da weitermache. Und mir das eine Zeug rüberlege für die. Scheinbar ändern wir gerade unsere Pläne. Weil Teile fehlen. Ja, das sollte auch reichen. So, wir müssen da rüber. Wie kommen wir da am besten rauf, ohne jetzt großartig Stress zu machen? Ich glaube, ich pack mir einfach hier. Ich könnte da eine Leiter hinsetzen. Oder ich ziehe hier eben einmal eine Schräge hoch. Die natürlich gar nicht. Drei hoch. Mal gucken, welche Höhe haben wir dann. Das ist fast gut. Einen setzen wir noch. Uah.
Das ist fast gar nicht gut. Ist das hier gut? Ah. Hiermit komme ich auf jeden Fall darüber. So. Das heißt, wir kommen hier hin. Ändern die Musik. Und stecken die Tasse. So, jetzt haben wir den Kollegen hier. Dann packen wir dich halt hier. Ist ja jetzt auch nicht so ein Problem. So, wir haben hier Giftgas. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich muss... Muss ich durch, ne? Habe ich den Gas da... Habe ich den Gas dabei? Genau. Gas ist da. Das ist ja das Problem. Drei. Drei, habe ich gesagt. So. Wollen das eigentlich da hochkriegen, ne? Weil das soll ja nicht in den Teil rein. Da holen wir uns nur gleich. Wir müssen das nach hinten. Das heißt, wir ziehen das hier hoch. Und gucken, dass wir den Spaß... ziemlich genau da hingesetzt. Perfekt. Dann komme ich auch schön am Gas vorbei. So, dann lassen wir uns hier einmal runterplumpsen, bis das rot ist. So. Wir gucken mal eben, ob wir in den Spieloptionen. Erweiterten Spieleinstellungen, Kreaturen. Die sind immer noch passiv. Okay. Solange ich sie nicht angreife, gehen sie mir in ihren Sack. Sehr gut. Ich höre sie nämlich, aber ich sehe sie nicht. Noch nicht. Noch nicht. Was mache ich? Ich könnte natürlich den ganzen Spaß jetzt auch einfach da unten drunter hängen, aber das würde ja hier oben so koordiniert aussehen. Und wenn wir etwas nicht sind. Ne? Dann ist das koordiniert, wie wir wissen. Oh, hi. So, dorthin. Und weiter geht's. Achso, du bist dahin. Okay, also das mit dem Passiv funktioniert auf jeden Fall schon mal, weil der hat jetzt mal gar keinen Bock auf mich. Ja, aber ich kann es ihm verübeln, ne? Ups, und da fliegt wieder ein Geschenk. Wunderbar. So. Jetzt die Frage, ziehe ich das jetzt wirklich bis da hinten hin? Oder sage ich, nee, komm, das ziehen wir jetzt durch. Also, alles andere wäre Schwachsinn. So, jetzt einmal hier gucken. Wie wäre das denn? Kann ich das da drauflegen? Ich soll genau das Zeug, was ich brauche. Also hier unten drunter habe ich das.
drauflegen müsste ich da hinten wieder, dann müsste ich das am besten in die Mitte machen oder an die Seite und da hinten in der Mitte reingehen. Wie habe ich das denn da geputzt? Ich gehe hier so drunter. Bums. Und da habe ich den Weg nach oben. Das geht auch ziemlich genau hier hin. Weil hier hinten brauche ich die nachher bei dem Kollegen. Wenn ich hier so hingestellt habe. Der bekommt auch so schon alles. Also hat zumindest schon mal alles angeschlossen. Kommen ist noch relativ. Was ich bräuchte, wäre den da vorgesehen, ne? Das ist ja gar nicht mal so doof. Also, wir ziehen uns den hier rüber. Das ist der erste, der ankommt. Wir müssen alles von da aus irgendwie umziehen. Nein. Du kommst. Nee. Was hier runter? Da sieht wohl aus. Meine Fresse, war das jetzt schwer. So, dann können wir nämlich die alle schon mal da ransetzen. Die hatten wir offensichtlich ja schon vorbereitet. War ja schon mal gar nicht doof. Was immer hier alles rein muss. Muss ich mir noch angucken. Okay, der sieht gerade aus. Warum ist der so? Der sieht nicht gerade aus, deswegen. Komm, es ist egal. Es ist egal. Einfach ignorieren. So. Jetzt haben wir hier aber als nächstes das Problem, dass wir den ja gar nicht so einfach dieses Stück hier rauskriegen, weil wohin damit? Wir setzen einen drüber. Ziehen. Guck mal. Wir setzen einen drüber. Danke. Ziehen diesen Kollegen. So weit raus. Das gleiche gilt für dich. Und für dich. Reiß nur den wieder. Genauso wie dich. Dich. Und dich. Und führen alle drei nach unten. Praktischerweise so weit nach unten, wie es geht. So, dann haben wir das nämlich soweit schon mal. Egal, was wir jetzt brauchen, wir können alles von unten holen oder oben rumbasteln. Dafür ist da aber zu wenig Platz. Also machen wir das. Schnappen uns. Ja, dann schnappen wir uns den hier. Du gehst da raus. Dann machen wir das dahin.
Ah, dürfte gut sein. Jetzt gesagt, der Spaß hängt da unten. Wie kriege ich den jetzt am besten verbunden? Also am besten wäre natürlich, wenn ich den hier oben hinlege. Das heißt, wir machen Folgendes. Wir setzen den hier drauf. Packen. Mitte 2. Machen wir hier hin. Legen von hier nach dort ein Band. Setzen von da aus den Kollegen dahin. Dich. Ordentlich hier rüber. Bis genau dahin. Und du machst jetzt einfach den hier. So, gleichzeitig müssen wir gucken, dass wir jetzt anderen Pfosten setzen. Das heißt, da kommt ein Pfosten hin. Da kommt ein Pfosten hin. Da. Da. Das geht hier rum. Das heißt, du bekommst einen. Und dann geht das aber auch schon von da aus. Ups. Da dran. Ups. Da aus kommen wir hier hin, gehen hier in die Ecke, nehmen uns den, und packen ihn da dran. So, haben wir den Spaß doch endlich auch schon mal geklärt. Ungünstig, hier drauf. Wir wollen rüber zum Bahnhof. Da habe ich definitiv noch Gehäuse liegen. Das ist unsere Zeit. Theoretisch können wir wenigstens das Bauen von dem Ding jetzt noch schaffen. Geht drin. Ich dachte, ich hätte da irgendwie einen Turm hingesetzt, weil hier sind noch jede Menge von den Gehäusen. Guck mal. Ja, dann sind wir den Weg wenigstens nicht umsonst geflogen hier. Das wäre halt ganz doof. Ist immer noch schade, dass man die Dinger da nicht wegsprengen kann. Oder geht das mit den... Nee, mit den Nukes geht das auch nicht. Die Hoffnung habe ich gar nicht mehr. Wo sind wir denn hier? Wenn wir hier hingehen, könnten wir eigentlich jetzt gleich fallen. Genau. Hier drauf landen. Und während wir laufen, jetzt wird's wieder eklig mit dem Finger. So. Zack. Zack. Ziemlich abreißen, da brauchen wir nicht mehr. Und zack. Hilfsteil auch weg. Das heißt, du hier, unsere Halbmaschine, die nur 10 Stück macht pro Minute, die wir auch maximal brauchen werden,
Okay, jetzt habe ich die Hände auch wieder unterm Kopf. Ja. Du machst das so. Wo müssen wir hin? Hier dran vorbei. Wir sind hier eine zu tief. Das ist okay. Komme ich mit klar? Weil im Weg bin ich. So. Wir sind jetzt zwei zu tief. Aber egal. Das Prinzip habt ihr trotzdem verstanden. Wir wollen hier hoch, dahin. So, jetzt können wir nämlich hier hingehen. Nicht customizen. Wir wollen eine Produktion machen. Und zwar wollen wir einen Mixer hinstellen. Ich stelle hier mal schön halbwegs mit dich hin. Warum? Warum gucke ich es mir nicht einfach so an? Wir stellen uns den halbwegs mittig hin. So, jetzt haben wir ihn sogar sehr mittig. Dann bauen wir uns davor. Logistik. Wir brauchen einen Splitter. Wir kommen wieder mal von der Seite. So, ich mache das wieder. So. Dann kommt als nächstes wir hier vorne einen, weil da kommt die nächste Ebene drauf. Das geht bis hier. Dann haben wir den Spaß, der durchgeht. Wir haben den Spaß da drüber. Und so kommt da auch wieder ein Splitter dran. Es ist hier wieder wichtig, dass wir den passend haben. Wenn du jetzt noch snappen würdest, das wäre richtig geil. Aber passt schon. So. Dann brauchen wir oben drüber. Bam. Bam, bam und bam. Denn da, ich mache jetzt einfach die, mache ich die 600er direkt? Ja, ich mache 600er. Auch wenn wir sie wahrscheinlich nicht brauchen. Es fehlt mir Kupferblech und Kunststoff. Wunderbar. Hat ja wieder gedreht. Ich glaube, das war eine Idee. Hier dran. Das war wir. Ich fliege aufs Kunststoffzeug zu. Nehme mir das da raus. Und ich brauche noch Kupferblech. Kupferblech. Kabel. Kunststoff. Kupferblech. So. Dann fliegen wir wieder da durch. Gehen da hoch. Dahin. Wir nehmen uns das hier. Packen es da dran. Das packen es da dran. Und dann geht der ganze Spaß los mit. Wir hätten dich gerne da. Und dich da. So. Jetzt machen wir einmal den Test, ob das auch funktioniert. Jawohl. Jawohl. Das wollte ich gar nicht anschließen. Und von hier oben da dran geht auch. Da unten brauchen wir gar nicht, weil das ist auf einer Linie. Das sind dann. Ist das jetzt nur zwei entfernt? Ja, ne? Ich habe noch nicht dieses Verhältnis von denen zu den normalen Platten raus. Das so hinsetzen. Das ist jetzt nur eben zum Nachgucken. Jetzt schnappen wir uns einfach mal hier so einen. Komm. Also hier wäre genau die Kante. Eins, zwei, drei, vier.
5. 6 ist der Mittelpunkt davon. Okay. Ach schon. Dich weg, dich weg. Und hallo, Blaupause. Das ist jetzt... Boah, nenn ich es jetzt Mixies oder Blendies? Naja, komm, wir machen es ein bisschen internationaler, ne? Blendies Manifold. Manifold. Was rein wir denn da rein? Manifold for Blenders. For Blender. Expandable. So. Verzeichnis setzen. Das kommt natürlich in mein Manifold-Verzeichnis. Dahin, genau. Top. Dann machen wir noch das Symbol. Das Symbol wird Le Blender. Also, wir schreiben wie. Blender kann er nicht. Okay, ich kann es wirklich nur auf Deutsch. Ist ja auch mal interessant zu wissen. Blutungswelle. Farbe bleibt die gleiche. Blaupause, Speziell. So. Der Franzose in mir ist auch glücklich. Ich habe keinen Franzosen in mir, das ist gut. Das macht mich glücklich. Ach, wenn ihr noch mehr Bock auf so Quatsch habt, dann abonniert doch einfach mal. Und aktiviert die Glocke, wenn ihr Lust habt. Und über ein Like freue ich mich auch. Ein Kommentar und so. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich war genau falsch rum. Alles nehmen wollte ich. So. Jetzt probieren wir den Spaß. Ich bin doof. Leute. Blaupause laden. Diese dort. Ja, machen wir eben. Wenn ich da schon hier bin, ne? So. Dann habe ich nämlich schon mal für die Blaupausen einen Blaupausenplan. Bild. Teil. Wir fliegen. Wir machen uns auf den Weg in die untere Etage. Und ziehen uns hier vor. So. Und damit probieren wir den ersten aus. Manifold. Dieser Kollege. So, wir haben auch genau die Situation, die wir oben haben. Das gefällt mir. Das heißt, ich kann das hier schön mittig hinsetzen. Dann passt das dahin. Jetzt, wie war das? Ich muss immer nur eine freilassen zwischen, ne? Da. Das ist jetzt rein. Das ist rein. Jetzt dahin. Ich muss nochmal eben gucken. Machen die alle das gleiche? Die macht Salpetersäure. Der macht auch Salpetersäure. Okay. Blaupause. Zack. Da hinten einmal. Dann auch direkt noch anzuschließen. Was sagt denn jetzt? Ach komm. Also die paar Minuten, die gibt er mir noch, oder? Man könnte es sogar näher ranpacken. Ich weiß nicht, ob das dann noch so gut ist bei den Rohren, aber auch das sollte klappen. Guck mal hier. Da ziehen wir doch jetzt noch eben durch. Dann habe ich auch gleich ein schönes Thumbnail, habe ein schönes Bild fürs Hochladen. Ja. Wie immer, das Ding findet ihr beim Satisfactory Calculator. In dem Fall unter Blendies Manifold. Und ihr könnt einmal gucken, ob ich irgendwo von mehr brauche. Nirgendwo von. Ihr könnt auch einfach nach dem User Svenis Factory suchen, der die Dinger hochlädt.
Das persönlich finde ich voll praktisch. Und dann findet ihr meine besetzt, glaube ich, 3. Und dann den 4. dazu. Also 4 Manifolds. Das ist doch schön. Dann haben wir alles wunderbar. Ja, man könnte sogar noch ein Stückchen näher ran machen. Werde ich jetzt aber nicht tun, weil das ist mir zu viel Abbauarbeit. Hallo? Ich habe kein Kupferblech mehr. Kupferblech. Kupferblech. Und Stoff. Nee, das Schild. Ich brauche das Teil. So. Dahin. So, jetzt fehlen immer nur noch die Verbindungen. Genau so sollte es nicht sein. Perfekt. Was wir beim nächsten Mal machen, ist die Materialien hier reinführen. Und unten nochmal. Da bin ich froh, dass wir das haben. Es macht das Ganze so viel schneller. Guck mal, jetzt haben wir in 3 Minuten all die Dinger so weit angeschlossen, dass wir nur noch Material reinleiten müssen. Und dann ist schon alles da. Raus haben wir ja sowieso schon gemacht. Rein ist jetzt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Da bin ich schon mal sehr zufrieden mit. Das werden wir auch in der nächsten Folge dann Entschuldigung, in der nächsten Folge fertig machen. Und ja, ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.